Holy moly, Leute, heute wird es extrem spannend für mich und auch für euch, denn mir hat ein 12-Jähriger geschrieben, dass ich unbedingt seinen Account auf YouTube vorstellen soll und bewerten soll, denn er spielt anscheinend schon seit Season 2 Fortnite, also seit Kapitel 1 der OG-Season, und ich weiß nicht, wie alt er gewesen sein muss damals, ich glaube 8 oder 9 Jahre alt, und ich glaube auch nicht, dass er sich damals so viel kaufen konnte, aber er meinte, hier muss irgendwas Krasses drauf sein. Wir schauen uns das mal gemeinsam an. Lasst auf ihren Like da und ein Abo. Und wenn ich auch mal euren Account vorstellen soll, schreibt euren Epic Games Namen in die Kommentare. Und jetzt beginnen wir auch direkt. Er meinte auch, dass er aktuell nicht so aktiv spielt. Das sieht man auch hier oben an seinem Level in dieser Season. Er ist einfach Level 1. Wow. Hat 240 V-Bucks und 4348 Barren. Ist jetzt nicht so interessant, Leute. Wir gehen mal direkt mal auf die Karriere. Ach so, und wir sehen natürlich auch, dass er den Spider-Man Skin hat. Ist aber jetzt kein krasser Spoiler. Wir gehen direkt mal auf die Karriere und sehen auch hier ein Kontolevel von 1851. Also für einen 12-Jährigen sehr, sehr krass. Ich klicke mal hier auf das Profil und wir sehen, Solo-Siege sind es 63, Duo 67 und Team 124. Also wenn er schon wirklich seit Season 2 spielt, sind das echt wenige Siege. Aber ich kann es ihm nicht übel nehmen, denn er ist relativ jung und kann vielleicht nicht so oft zocken und auch nicht so lange. Deswegen würde ich sagen, ist das schon nicht schlecht. Wir gehen mal hier zurück und jetzt kommen wir auch schon zum Spind. Okay, er hat nicht alles auf No-Skin getan, aber ich werde hier auch nicht gespoilert. Wir sehen hier nur den Spider-Man, die Gute-Nacht-Spitzhacke, den Season X-Siegesgleiter und sonst einige Tänze, die jetzt auch nicht wirklich selten sind, außer das hier, das Geburtstagstörtchen. 2-jähriger Geburtstag von Fortnite hat man das bekommen und ist natürlich sehr, sehr selten. Wir gehen jetzt aber direkt mal auf die Banner. Da hat er die Tonne ausgewählt. Keine Ahnung warum. Ich hoffe nicht, dass dein Account jetzt wirklich in die Tonne gehört. Nee, auf jeden Fall nicht. Wir gehen jetzt hier mal durch und gucken mal, ob der OG Battle Bus Banner am Start ist. Leute, ihr müsst mir natürlich auch in die Kommentare schreiben, ob ich hier irgendwas übersehe. Oder vielleicht den World Cup Banner, der zweitseltenste Gleiter, beziehungsweise was für Gleiter. Ich meine natürlich Banner im ganzen Spiel. Manchmal verrede ich mich hier auch, während ich hier suche, weil ich so konzentriert bin, Leute. Aber ich sehe hier keinen Battle Bus Banner. Egal, aber ich habe da oben den royalen Ritter gesehen und den könnten wir ja theoretisch auswählen. Let's go. Und schließen. Jetzt kommen wir auch schon zu den Musikschallplatten und da checken wir natürlich ab. Der OG Remix ist hier drauf. Wir suchen mal hier nach Original Klassisch, ob das hier drauf ist, aber nein. Sehr, sehr schade. Insgesamt 64 Musikschallplatten und wir wählen jetzt hier mal den OG Remix natürlich aus. Leute, was denn sonst? Wir gehen mal jetzt hier auf die Ladebildschirme. Insgesamt 275 Stück. Aber wir suchen jetzt hier mal nach der Season 3. Und ihr seht schon, er hat mich nicht angelogen. Wir wissen jetzt nicht, ob er seit Season 2 wirklich spielt. Aber Season 3 war er aktiv am Start, weil hier die Season 3 Ladebildschirme drauf sind. Let's go, Leute! Es wird sehr, sehr spannend, Leute. Wir gehen jetzt hier mal auf die Lackierungen. Oh, wow, wow, wow. Wir sehen hier die Goosebumps-Lackierung. Die Magma-Lackierung ist auch am Start, Leute. Und sonst ganz viele andere ja auch noch. Die hat man ja auch bekommen, weil die Server down waren letztens. Okay. Alter, sehr, sehr nice. Oben hat er auf jeden Fall 2 krasse Lackierungen am Start. Insgesamt 128 Stück, Leute. Und ich würde jetzt schon sagen, die Magma-Lackierung ist zwar meine Lieblingslackierung, aber die Goosebumps-Lackierung ist halt extrem selten. Deswegen wird die auf alles angewendet. Okay, Leute. Wir kommen direkt schon zu den Kondensstreifen. Ganz viele Marvel-Kondensstreifen sind hier auf jeden Fall drauf. Yo! Wir sehen hier die OG-Flammen, Leute. Oh mein Gott, okay, sehr, sehr nice. 94 Kondensstreifen und aus Season 3, Leute, einfach alle OG-Kondensstreifen drauf. Bläschen, Flammen, Regenbogen, Sternstunde und Ultramarin. Was will man mehr? Da wird natürlich hier OG-Flammen-Kondensstreifen ausgerüstet. Let's go. Und jetzt sind wir auch schon, Leute. Ey, wir sind einfach schon bei den Emotes. Danach kommen die Gleiter, Spitzhacken und Skins. Dann sind wir auch schon durch und wissen, ob der kleine Junge uns hier angelogen hat oder nicht, Leute. Wir gehen jetzt mal direkt hier auf die Tänze. Insgesamt, yo, hat der
234 Emotes. Da klicken wir direkt mal drauf. Wir sehen ja einige aus der DC-Reihe. Dann haben wir hier den Ablenkungstanz vom Among Us-Set. Von der Gaming-Reihe ganz viele Ikonentänze, Marvel-Tänze, epische Tänze sind hier auch relativ viele am Start. Mal gucken, wie viele Kronensieger am Start sind. Denke mal keine. Ja, weil er ja nicht so aktiv am Spielen ist. Und wir gehen hier einfach mal durch. Ihr könnt das Ganze ja stoppen, wenn ihr wollt. Aber er meinte, dass er das Wichtigste favorisiert hat. Das checken wir jetzt gleich mal ab. Wir gehen hier drauf und gehen mal auf die Favoriten. Und wir sehen hier extrem seltene Tänze, Leute. Widow's Pirouette ist am Start. Tentakelüberraschung kann man nie wieder bekommen. Außer in Season 8 konnte man das bekommen, als man diese Piraten-Herausforderungen gemacht hat. Dann haben wir hier beste Kumpel. Der Wurm ist am Start. Gekonnt ist, glaube ich, nicht mehr selten. Nee, gekonnt war wieder im Shop, wenn ich mich nicht täusche. Dann haben wir hier harmonische Einheit. Habe ich selber nicht. Keine Ahnung, woher man das bekommen hat. Schreibt es mir unbedingt mal in die Kommentare. Was ist das für ein Emote, Leute? Yo, auf jeden Fall mega nice. Schade, dass ich den nicht habe, Leute. Wir haben hier Hot Marat. Diesen Sechstanz. Sehr, sehr selten. Und hier natürlich der beliebteste Tanz aus meiner Community. Und zwar Niederlagen passieren. Auch bekannt als Loser Dance, Leute. Ihr wisst Bescheid. Dazu muss ich nicht viel sagen. Pony Ritt. Dann haben wir und jetzt. Auch sehr selten. Habe ich selber auch nicht. Da bin ich mir auch nicht sicher, wie man den bekommen hat. Muss ich mich mal informieren, Leute. Volksmusikfest. Sehr, sehr selten. Sehr lange nicht mehr im Shop gewesen. Zahnseide ist hier drauf. Und dann haben wir hier den Pokalknutscher. Natürlich, als der World Cup stattgefunden hat, Leute. Also wirklich sehr, sehr krank. Wir wissen auf jeden Fall, dass er jetzt den Season 3 Battle Pass hat und den Season 2 Battle Pass. Okay, wir wissen aber nicht, ob er den Season 2 Battle Pass durchgespielt hat. Okay, Leute, es wird sehr, sehr spannend. Ich habe jetzt hier die seltensten Tänze ausgerüstet und ihr seht schon, wie krass das Ganze hier jetzt aussieht. Sehr, sehr nice, Leute. Und ich würde sagen, gehen jetzt mal direkt hier zu den Hängegleitern. Sehen hier auch direkt schon den Schneeflocken-Siegesgleiter aus Season 2, Leute. Sehr, sehr nice. Gehen jetzt hier mal weiter nach oben. Der Sir Hänge von Gleiter ist auch drauf. Okay, bruh. Okay, also mit so einem jungen Alter schon so krasse Sachen. Sehr, sehr nice. Wir gucken jetzt hier. Herzensspannweite ist auch drauf, Leute. Kostenloser Hängegleiter am Valentinstag. PlayStation-Gleiter ist hier drauf. Okay, es wird krank. Es wird krank. Auch hier der Hüftschwinger aus Season 2. Aber ob der Schwarze Ritter drauf ist, wissen wir immer noch nicht, Leute. Das war ja die Battle Pass 100 Stufe. Okay, wir gehen hier weiter. Sehen jetzt hier. Favorisiert sind 6 Stück. 146 Stück sind hier am Start. Wir klicken jetzt mal hier auf die Favoriten und mal gucken, wie viele das sind. Okay, genau die, die ich erwähnt hatte. Und hier haben wir jetzt noch den aus Season 3 aus dem Battle Pass am Limit. Okay, sehr, sehr nice. Ich würde sagen, der Hüftenschwinger ist hier der krasseste Gleiter, Leute. Safe Call. Den wählen wir auch direkt aus. Sehr, sehr, sehr nice, Leute. Sehr, sehr clean. Okay, das wird sehr, sehr spannend jetzt. Wir kommen gleich zu dem besten Teil, aber jetzt erstmal die Spitzhacken. Wir klicken hier mal drauf und gehen jetzt mal hier nach und nach runter. Wir sehen hier oben auf jeden Fall aus der DC-Reihe einige Sachen. Dunkle Reihe. Dann haben wir einen aus der Ikonen-Reihe. Sehr, sehr viele Spitzhacken aus der Marvel-Reihe. Also hier ein Marvel-Fan auf jeden Fall am Start. Wir gehen hier weiter nach unten. Gucken mal, ob hier noch irgendwas Krasses drauf ist. Natürlich hier die Allsicht. Die Spitzhacke ist eine Schwitzer-Spitzhacke. Dann haben wir hier noch Axt-Kalibur, Leute. Sehr, sehr nice. Aber ich check auch nicht, wieso die nicht gespielt wird, Leute. Also, die müssten eigentlich einige haben, die den Season 2 Battle Pass haben. Aber niemand spielt mit der. Sehr, sehr komisch. Aber was ich jetzt nicht hier gesehen habe, ist die Season 2 AC/DC-Spitzhacke. Insgesamt 157 Stück. Check nochmal ab aus Season 2. Nee. Nein, sag mir nicht, du hast den Season 2 Battle Pass nicht durchgespielt. Nein, oder? Nein, das hat er nicht getan. Das ist ein sehr, sehr großer Fehler, den viele gemacht haben. Und das sollte einem auf jeden Fall nicht passieren. Wir gucken mal, ist das Schwarze Ritterschild drauf? Nein, 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 nein. Das Schwarze Ritterschild ist nicht drauf. No way, no way, no way. Tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht. Es ist nicht drauf, Leute. Ich hab's gewusst. Insgesamt 222 Backblinks. Und jetzt kommt
kommen wir auch schon zu den Skins. Ganz viele aus der Marvel-Reihe hier oben direkt. Und wir sehen hier das komplette Travis Scott-Set. Wir haben hier Astro Jack und Travis Scott selbst. Wow, insgesamt 235 Skins, Leute. Wir scrollen jetzt hier mal ganz schnell durch. Den dunklen Reißenden aus Season 3, den Omega-Skin aus Season 4, aber nicht komplett freigeschaltet von den Stilen her. Wir gehen hier weiter. Gucken mal, Agent Charlie ist hier drauf und leider nicht in Gold. Sehr, sehr schade. PlayStation Plus Skin. Blauer Raser aus Season 4. Elite-Agentin. Digga, was geht bei dir ab? Funkel-Spezialistin. Ghoul Trooper ist favorisiert. Wir gucken mal. Na, leider nicht OG, Leute. Leider nicht OG. Wir gehen weiter nach unten. Dann haben wir die zwei Astronauten auch aus der Season 3 natürlich drauf. Gehen weiter nach unten. Skull Trooper ist auch favorisiert. Wir gucken. Ist er OG? Leider nicht, Digga. Er hat die favorisiert, weil es ja Halloween ist wahrscheinlich, aber nicht OG. Wir haben hier Wolkenpilotin, auch ein PlayStation-Skin, muss natürlich auch favorisiert werden. Dann haben wir hier den blauen Knappen, die royale Ritterin, Team Blau-Anführer, also Blaumütze und die, sogar den World Cup-Skin aus 2009 sind. Sehr, sehr krank, aber leider halt den schwarzen Ritter nicht. Was soll ich sagen? Ich würde sagen, der krasseste Skin hier gefällt ist die Funkel-Spezialistin, Leute. Gebt euch das einfach mal. Wenn man hier jetzt noch das blaue Knappenschild auswählt, hier, zack, sieht das Ganze schon sehr, sehr krass aus, Leute. Ich würde sagen, meine Bewertung wäre eine 8 von 10. Eure Bewertung in die Kommentare. 1 von 10 ist die schlechteste Bewertung. 10 von 10 die beste. Lasst ein Like da und ein Abo, wenn ich auch euren Account vorstellen soll. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, euer Flakes. Ciao.